Wir alle wollen erfolgreich sein. Sei es in der Liebe oder vielleicht im Job oder vielleicht in der Gesundheit. Das Problem ist aber, dass viele Leute einfach nicht wissen, wie sie es schaffen sollen. Wie kann ich es schaffen, erfolgreich zu sein? Deswegen geht es heute bei Einfach erklärt darum, wie wird man erfolgreich? Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wir spielen Football. Und natürlich spielen wir nicht alleine Football, sondern wir spielen gegen ein anderes Team. Dieses andere Team ist in diesem Fall Probleme, die uns auf dem Weg zum Ziel entgegenkommen. Und hier steht es noch 0-0. Nehmen wir mal an, du willst gesund werden, möchtest vielleicht abnehmen. Dann ist das Problem, dass du deine alten Gewohnheiten wie Burger und Donut essen aufgeben musst und dafür neue Gewohnheiten aneignen musst, wie zum Beispiel sportlich sein, Sport machen, laufen. Der Witz an der Sache ist, dass viele Leute nicht verstehen, dass es ein langer und kontinuierlicher Prozess ist. Viele Leute haben nicht die Geduld, es bis zum Ende durchzuhalten. Zurück zum Footballfeld. Hier bewegen wir den Ball langsam weiter nach vorne, um irgendwann, wenn wir genug Antrieb aufgebaut haben, dann machen wir den Wurf und das da drin in die Endzone. Genauso ist es beim Erfolg. Wir müssen zuerst kleine Schritte gehen. Kleine Schritte, von denen wir manchmal nicht mal wissen, warum wir sie überhaupt machen, ob sie effektiv sind, um irgendwann die großen Schritte gehen zu können, den wir jetzt machen, und dann kommen wir ans Ziel. Kein 30-Tage-Programm der Welt wird dafür sorgen, dass du schlank wirst. Da ist sie noch unglücklich. Weg damit, das wollen wir nicht. Langfristig werden wir denken. Da ist sie wieder glücklich. Super. Das Problem ist, dass viele Leute die Motivation verlieren, wenn sie nicht sehen, wie weit das Ziel noch weg ist. Wie lange dauert es denn noch? In den Köpfen der Leute ist das Ziel meistens einfach viel zu groß. Hier gibt es einen Trick. Wenn du es schaffst, den Prozess auf dem Weg zum Ziel zu genießen, dann kannst du es schaffen. Was meine ich damit? Nehmen wir den Sport. Du könntest Sport machen zusammen mit deinem besten Freund. Du könntest Sport machen und dabei motivierende Musik hören. Oder du guckst dieses Video. Finde irgendwas für dich, das dich den Prozess genießen lässt. Ich kann dir versprechen, wenn du es schaffst, deinen Weg zu gehen, durchzuhalten, den Weg, von dem du weißt, er führt dich an dein Ziel, dann wirst du auch an dein Ziel kommen. Ein Footballfeld hat 100 Yards und wenn die Mannschaft bei jedem Spielzug auch nur einen einzigen Yard zurücklegt, dann wird sie trotzdem in 100 Yards am Ziel sein. Du kannst es also auch schaffen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere meinen YouTube-Channel und zwar an dieser Stelle. Was noch viel wichtiger ist, dass du dieses Video auf deinen sozialen Plattformen teilst, damit alle Leute von diesen Informationen profitieren können.